Ja, liebe Leute, hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt. Und zwar Dino Crisis 2. Genau, liebe Leute, wie ihr wisst, habe ich ja letzte Woche den ersten Teil von Dino Crisis abgeschlossen. Wie ihr wisst, oder wie ihr hoffentlich wisst, haben wir Kirk damals... Ich möchte jetzt kein Intro haben. Haben wir Kirk damals... ja, was soll ich sagen? Wir haben ihn ja mitgenommen quasi in die Regierungseinrichtung. Und der hat da... also ein bisschen Vorgeschichte jetzt zu diesem Spiel. Dr. Kirk hat mit einer sauberen Energie geforscht. Allerdings hatte diese Energie tatsächlich die Kraft, ein gewisses Areal quasi in eine andere Zeit zu versetzen. Und daher auch die Dinos. Und genau, jetzt kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Auch von Capcom im Jahr 2000 kam es raus und ich muss sagen, es ist richtig gut. Steht im ersten um nichts nach, muss ich sagen. Klar, hier geht es ja deutlich actionreicher zum zweiten Teil. Das werde ich auch gleich merken. Also die Anzahl von Raptoren ist erhöht. Aber ich würde sagen, das macht das Ganze doch schon viel intuitiver. So, wir sehen hier auch schon... Spiel neu starten, nee. Wir sehen hier auch schon die Menüführung, die ist moderner. Und ja, liebe Leute, Dino Crisis 2, ich bin gespannt. Also ich kenne das Spiel. Ich kenne es. Hab's schon sehr oft durchgespielt. Aber ich bin gespannt, wie wir es jetzt hier im Let's Play meistern. Gut, liebe Leute, dann freut euch auf Dino Crisis 2. Since the Third Energy Incident, Dr. Kirk's research on Third Energy has been taken over by a government agency, and massive research has begun at a base somewhere in the Midwest. However, in their pursuit of immediate results, they have failed to take the necessary precautions, and once again, an accident has occurred. This time, the entire research base, military institution, and a small town close by have disappeared. In their place, there now lies a jungle from another time. May 10th, 2010. I'm about to step through a gate into another time. Or maybe it's another world. I'm being sent in with other members of TRAT. Our mission? To rescue 1,300 survivors and collect data on the Third Energy Project. Hey Sarge, where do you want this? Did you organize out of the transmission on this GPS? There's something wrong. Ah!
Oh mein Gott, Leute. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, hier im zweiten Teil geht's ein bisschen actiongeladen dazu. Genau. So, this is the Cretaceous way of welcoming guests, huh? Not exactly the red carpet treatment. There's no response. I'm pretty sure my team's all right. There's more than 1,000 survivors. Let's get moving. Now hold on. What was your name again? Hey! The ivy is wrapped around the door. It won't open. Let's try the door over there. Oh, come on. Didn't they teach you how to open a door at SOAR training? Here, I'll show you. Watch this. Yeah. That weapon definitely suits a Trat member. But I prefer to go in this way. See ya, Mr. Barbarian. Hey, the name's Dylan. Call me that when you need some help, okay? Die Cutscenes sind einfach legendär, ey. Mr. Barbar. Ja, verstehe einer die Frauen. Na Dylan, verstehe einer die Frauen. ja, liebe Leute, willkommen zu Dino Crisis 2. Tatsächlich, wir haben es ja gerade gesehen. Das knüpft quasi nahtlos an den ersten Teil an. Das heißt, Kirk hat seine Forschung zur dritten Energie in eine Regierungseinrichtung weitergeführt, aber die ist halt, da ist halt ein Zwischenfall passiert und es ist diese Einrichtung quasi in diese Zeit ja gewechselt worden. Und jetzt sind wir hier wieder als Regierungsagenten. In diesem Fall sind wir Dylan. Wir kommen später noch auf Regina zu sprechen. Die spielen wir in diesem Teil auch wieder. Und ja, wir müssen jetzt hier wieder nach Überlebenden suchen und irgendwie jetzt hier aus dieser Zeit rauskommen und Daten über das dritte Energieprojekt sammeln. Genau, liebe Leute. Wie gesagt, es geht hier deutlich actionreicher zu. Werde ich euch ja schon sagen, es gibt viel Geballer. Und ja, ich freue mich drauf, liebe Leute. Ich freue mich drauf. Okay, gut, Leute. Über diesem Cliff befand sich das Basislager. Das Cliff ist zu steil zum Klettern. Okay, Leute. Ich habe gerade aber auch festgestellt, die Cutscene, die war gerade irgendwie ein bisschen laut. So, liebe Leute, schau mal. Wir haben ein kleines Medipack gefunden. Tatsächlich. Wir haben jetzt hier eine Leiche, aber ich möchte euch ganz... wo haben wir das? Das Menü haben wir hier, Leute, auf Select. Und schaut euch das an. Das ist viel moderner gemacht hier. Und, in diesem Spiel gibt es noch den Unterschied zum ersten Teil, liebe Leute. Klar, wir spielen zwei Leute. Einmal Dylan, einmal Regina. Und wir haben Hauptwaffe und Zweitwaffe. Das heißt, wir haben eine Waffe pro Hand. Die Hauptwaffe ist jetzt momentan die Pumpgun. Und die Zweitwaffe ist die Machete. Genau. Und, ja, Objekte ist klar wahrscheinlich, ne? Heilung und Objekte. Heilung sind Medipacks und so. Hämostate. Und Wiederbeleber. Das Mixen, liebe Leute, gibt es hier nicht mehr. Hier gibt es nur noch Waffen und ja, Waffengewalt und Objekte haben wir noch keine. Okay, dann haben wir hier Dateien. Leute, die Notizen, die wir in diesem Spiel aufsammeln, können wir die Speicher, wir hatten, die können wir auch lesen. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Missionsdaten, die können wir uns doch einfach mal durchlesen. Prioritätsmission, suche Hinweise für Überlebende in dieser Welt, Daten zur dritten Energie. Das ist unsere Mission. Okay, dann habe ich Support-Datei. Sie enthält ein paar Tipps, die dir zu Beginn der Mission helfen können, besonders wenn du dich verläufst oder stecken bleibst. Extinktionspunkte. Jedes Mal, wenn du einen Feind tötest, bekommst du EXP
Genau, das erklärt hier so ein bisschen das Spiel. Das werde ich euch gleich selber erklären. Also wie gesagt, ihr habt hier ja gesehen, wir haben EXP in Form von Punkten. Und da kann ich euch schon sagen, je mehr Dinos wir platt machen und auch gewisse Kombos, das heißt, je mehr Dinos wir am Stück und möglichst schnell hintereinander platt machen, desto mehr EXP kriegen wir auch. Und genau, wir haben eine Pumpgun, wir haben eine Machete, wir schießen mehr auf X. Und wir können hier gleichzeitig laufen und schießen. Schaut das an, das ist mega geil. Und ja, was haben wir hier? Der muss schon lange unbenutzt sein. Hier ist überall Efeu. Sieht so aus, als ob man den nicht mehr bewegen kann. Was haben wir hier? Beide leer und total verrostet. Ja, Dylan ist eine coole Socke, kann ich euch jetzt schon sagen. Sie ist elektronisch verriegelt. Vielleicht kannst du sie mit Reginas Elektroschocker öffnen. Genau, Leute, diese Stromtüren hier, die kann man nur mit dem Elektroschocker öffnen, den Regina hat. Wir haben nämlich hier nur diese Machete als Zweitwaffe. Damit können wir allerdings nur Efeu kaputt machen. Elektronisch verriegelt, ja, okay. Haben wir hier 180 Draht-Drehung haben wir auch. Shortcut für die Karte, Leute, schaut euch das an. Wir haben hier die Karte. Wir sind in dem Dschungel gelandet, tatsächlich. Und unten ist das Patrol-Ship. Und genau, so sehen die Karten hier aus. Sehr interessant. Und wenn wir jetzt auf Details klicken, Dockträgerplatz, können wir hier ein bisschen auf der Karte hin und her zoomen. Das ist ziemlich cool eigentlich. Aber das werde ich nicht benutzen. Ich glaube, ich weiß sogar schon, ja, wo ich hier hin muss. Ja, würde ich sagen, liebe Leute, springen wir einfach mal rein. Dino Crisis 2. Ach, das freut mich. Ist auch viel schneller, das Spiel, als der erste Teil. Dschungel Nordroute 1. Das heißt, wir sind im Dschungel. So. Alles klar, dann. What? What the hell? Karte. So, wir sind also da oben, Leute. Okay. Alles klar. Dann, nein, stopp. Okay. Dann... Zielen geht auch hier. Okay, mein Handy hat gerade vibriert. Ah, okay. Okay, hier ist auf jeden Fall was im Busch. Oh Mann. Okay. Katzen, Leute. Die kämpfen wir doch noch. Geil. Boah, da seht ihr schon, Leute. Drei Stück. Direkt am Anfang, Leute. Drei Stück. So, dann Dylan, lauf und schieß. Ihr seht es, 100 Punkte. Und wir haben jetzt Schaden gekriegt. Das ist eigentlich was ich vermeiden wollte, weil wenn wir einen gewissen Bereich, seht ihr, Kombo 2. Wenn wir den Bereich ohne Schaden schaffen, liebe Leute, dann kriegen wir mehr Punkte. Aber ihr seht, Dinos hier wie am laufenden Band. Eine Zweier-Kombo. Und da kommen doch schon wieder welche da. So. Ich hätte gerne dieses Medipack hier. Mittleres Medipack. Sehr schön. Gut, Leute, aber irgendwie... Wartet mal. Die Musik ist mir ein bisschen zu laut hier. Wartet mal. Das ist mir gerade ein bisschen zu laut. So, dann weiter. Alles klar, dann haben wir die Mucke jetzt ein bisschen angenehmer. Und das ist, schaut mal da. Ah, die kommen wirklich von allen Seiten hier. Hier gibt es auch Konterangriffe. Ja, liebe Leute, wenn die Dinos einen angreifen und wir die dann kurz davor platt machen, dann kriegen wir hier Combo-Tricks. So, und wir können gleichzeitig laufen und schießen. Das ist halt sehr vorteilhaft hier. So, Zweier-Kombo. Und da hinten ist einer. Und wir müssen hier auch ausweichen. Ganz genau so. Ihr seht auch, wir haben begrenzt Muni. Das heißt, wir müssen uns irgendwann an einem Computer, den wir hier bedienen können, müssen wir uns hier Muni kaufen. Und wir haben jetzt da, seht ihr, 1120 Punkte. Eine Achter-Kombo. So, Leute. Das wäre jetzt quasi unser erster Bereich und
Wenn wir den Bereich wechseln, seht ihr unten Ergebnis. Max Combo 8, 2410 Punkte. Genau, und wie gesagt, ich möchte es jetzt mal schaffen, möglichst ohne Schaden einen Bereich. Möglichst ohne Schaden einen Bereich zu abzuschließen, weil wir dann. Oh nein! Bitte keinen Schaden! Gut, Leute. So, weil wir dann mehr Punkte kriegen. Das ist das halt. So, da, genau. Fünfer-Kombo. Da, guck, da geht noch mehr, Leute. Kommt. Da und da, genau. Der wollte uns gerade anspringen, der Sack. So. Da kommt noch einer. Da oben ist auch noch einer. So, Achter-Kombo. Sehr schön. Und da seht ihr, keinen Schaden. Ha, nochmal 2000 Zusatzpunkte hier. Richtig geil. Das macht schon Laune, das Spiel, muss ich sagen. Das macht schon Laune, das Spiel. So. So. Geht's hier weiter? Bestimmt, wenn ich da nach vorne laufe, ne? Dann kommt hier irgendein Dino angeschissen. Ah, genau. Okay, und... Ah. Boah, ey. Die kommen hier aus allen Ecken raus. Da muss man echt aufpassen. Aber das ist richtig gut. Ja, das macht richtig schön Spaß hier. Oh, da ist noch einer. Und da ist direkt noch einer. Puh, lass mich hier durch, Leute. Lass mich einfach hier durch. So, kein Schaden. Sehr schön. Dschungelort Route 4. Ich muss mal gucken, wo gehen wir überhaupt hin? Da oben also. Ja, okay. Dieser Weg da rechts, da konnten wir noch nicht hin. Genau, wir gehen einfach der Nase nach. Einfach, ja. Einfach der Nase nach. So. Ja, genau. Das macht richtig. Das ist richtig Bock, das Spiel, muss ich sagen. So, und schieß ihn ab. So, liebe Leute. Wie gesagt, ich hab's auf normal jetzt gespielt. Weil auf leicht will ich nicht, auf schwer schaffe ich nicht. Also von daher, ja. Hier habe ich eine Dreier-Kombo. Da ist er wieder einer. Ah, schneller! Weil bevor diese Zahl da oben weggeht, gilt noch die Kombo. So. So, wir haben wieder ein kleines Midi-Pack gefunden. Sehr gut. Und gehen wir wieder runter hier. Los. Dylan. Coole Socke. Die brauchen immer zwei Schuss. Manche sogar nur einen Schuss. Ja. Wie gesagt, ich will möglichst gucken. Ja, die kommen immer zu spät, ne? Dass wir da keine Combo mehr haben hier. So, und bam. So. Aber die Raptoren sehen genauso aus wie im ersten Teil. Großes Medipack, du meine Güte. Wir kriegen hier ganz schön viele Medipacks. So. Da sind sie wieder. Und wieder, genau. Oh, da sieht das mal. Wir haben keine Muni mehr. Dann komm hoch. Wir können die Dinos auch so platt machen, liebe Leute. Wir können die auch so platt machen. Schau euch das an. Wir können die auch mit der Machete platt machen, ja. Der steht nochmal auf hier? Nee, bitte nicht. So. Dann. Jo. Oh Gott. Wow, okay. Dann mach den kaputt. Los. Genau, wenn wir keine Muni mehr haben, können wir die auch so platt machen. Dauert nur ewig. Aber bringt auch Punkte. So, was haben wir hier? Fässer? Ja, gut, okay. Wow! Ah, verdammt, der hat uns getroffen. Schade. Du Penner. So, dafür gehst du jetzt drauf hier. Los. Dafür gehst du jetzt drauf. So, und der andere auch. Los, komm. So. Nochmal schön Punkte sammeln hier. Und bam. Ihr seht schon, Leute. Actionreich. Es macht richtig schön Spaß hier. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die immer nachkommen, wenn man aus dem Bild geht. Ne? Dann kommen die immer wieder nach hier. Bis zu einem bestimmten Punkt. So, dann macht die Schnetzel die nochmal weg hier. Ziemlich blutig. Aber ja, geht schon. Da ist noch einer. Da ist noch einer hier. Kommen die alle her, sag mal.
Genau, da aber dann gehe ich jetzt tatsächlich in diese Tür gleich rein. Weil hinter dieser Tür ist tatsächlich ein Computer, glaube ich. Wasserturm, ja. 1920 Punkte. Das war nicht gut. Aber gut, Leute. Genau, und sogar eine Cutscene. Hey! Who are you? Are you one of the survivors? Don't run away! Come out! We came here to rescue you! Mysteriöse Helmmenschen. Und die hauen einfach ab. Die vertrauen uns also hier nicht. Ja, interessant, Leute. Was haben wir hier? Nix. Was haben wir hier? Wir haben einen Wasserturm auf jeden Fall. Dies ist eine Steuerkonsole für den Wasserturm. Sie ist total verrostet. Ja, ihr seht es schon. Ne? Hier ist Zivilisation. Das heißt, hier war mal jemand. So, wir haben jetzt nämlich hier... Ja, Bereich Dschungel, okay. Wir haben hier eine Militäreinrichtung, sehen wir da links. Ein Raketensilo. Das sehen wir da unten. Und ein Forschungslabor. Genau. Also dieser ganze Bereich war tatsächlich mal eine Regierungseinrichtung. Oh, was haben wir denn da? Du hast eine Dino-Datei gefunden. Aha. Dino-Datei. Diese Datei enthält Daten des Militärs über die Dinosaurier. Oh. Ah, Leute, schaut mal hier. Für jede verschiedene Dino-Art, die wir hier finden, es gibt einige, haben wir jetzt hier Dino-Dateien, die Gegner so ein bisschen beschreiben. Finde ich cool gemacht. Kommt auch immer so ein Bildchen am Anfang. Und als erstes kriegen wir hier den Velociraptor. Den kennen wir natürlich noch, ne, aus dem ersten Teil. Bedeutung, schnelle Räuber. Länge 4,8 Meter, Höhe 1,8 Meter. Beobachtungsbericht. Zu Anfang dachten wir, dass Dinosaurier langsame und dumme Reptilien seien. Wir erkannten bald, dass das nicht stimmte. Habt ihr recht. Der Velociraptor hat uns widerlegt. Die Klauen an seinen Füßen sind scharf wie Klingen, wodurch er einen kräftigen und tödlichen Schlag bekommt, der ihn zu einer Killermaschine macht. Mit dem langen, harten Schwanz hält er die Balance, kann jedoch auch damit hart angreifen. Ein Schlag seines Schwanzes genügt, um Knochen zu brechen. Oh mein Gott. Krasses Teil, ja. Kampfhinweise. Ah, wir kriegen auch immer noch Kampftipps. Wenn du auf Velociraptoren triffst, drehe ihnen niemals den Rücken zu. Sobald du läufst, wirst du zu ihrer Beute. Kein Soldat ist jemals zurückgekommen, nachdem er vor einem Velociraptor weglaufen wollte. Das stimmt, die sind übelst schnell, diese Dinger. Die Grundregel in dieser Welt ist stehen bleiben und kämpfen. Ja, okay. Die Velociraptoren sind die am besten gedienste Rasse unter den fleischfressenden Dinosauriern dieser Welt. Verschiedene Varianten sind über viele Gebiete verstreut. Verhalten und Ausdauer variieren. Aber ein Merkmal haben sie alle gemein. Ihre Schnelligkeit. Im Kampf mit ihnen sollte man keine schweren Waffen einsetzen. Okay. Es wurde zudem gelegentlich von blau gefärbten Velociraptoren berichtet. Ja, die blauen, die hatten wir ja damals auch, ne, in der Forschungsbasis. Im ersten Teil. Diese wurden als Ultraraptoren beschrieben, mit einem gefürchteten Angriff und einer unglaublichen Härte. Wenn du dich für einen echten Jäger hältst, mach dich auf die Jagd. Das machen wir auch. Das machen wir beim nächsten Mal. Genau, liebe Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Ich möchte jetzt noch ganz kurz hier, weil diese blauen Raptoren, die kommen, glaube ich, wenn wir aus einem Bereich... alle platt gemacht haben, alle Dinos, und dann nochmal zurückgehen. Dann kommen die. So, Leute. Wir haben jetzt noch hier diesen Computer, den möchte ich kurz bedienen. Schaut euch das an, Leute. Wenn wir diesen Computer finden, haben wir einmal einen Shop. Da können wir Waffen, Heilung, Muni und Werkzeuge kaufen und wir können speichern. Allerdings speichere ich in diesem Spiel nicht, sondern ich werde mit Safesets arbeiten. Weil der Emulator irgendwie mit meiner Memory Card nicht will. Aber gut, liebe Leute, bevor ich jetzt die Folge beende, würde ich sagen,
Wir haben einen Waffenshop mit einer Plasmakanone. Oh mein Gott, schaut euch die an, Leute. Schaden 70, Tempo 60, Radius 50. Plasmakanone feuert Vibrationen, die kurzzeitigen Schaden anrichten. Kostet 18.000 XP, aber diese Plasmakanone. Ihr seht, wir können mit den Punkten, die wir sammeln, Waffen kaufen. Ja, das ist sehr interessant. Allerdings kann ich da jetzt nichts machen. Ich kann mir aber meine Munition auffüllen. Genau, für die Pumpgun. 1000 Punkte. Wieder weg. Aber wir haben noch 9600 übrig. Das heißt, ich werde beim nächsten Mal nochmal da zurückgehen. Und mir nochmal ein paar Punkte sammeln, damit ich da vielleicht auch die Waffen kriege. Gut, liebe Leute, würde ich sagen, mache ich hier erstmal Schluss. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Und wie es hier weitergeht bei Dino Crisis 2, ich freue mich sehr auf das Spiel. Sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.